Das Wochenende ist da, Freitag 19 Uhr. Ihr freut euch, wir haben Bock auf dieses Game, Spiel 2. Lino konnte Spiel 1 holen und ich bin natürlich ein großer Fan von Spiel 3. Ich brauche das einfach. Bekomme ich das? Don't do me like that. Okay, ich frage hier, bekomme ich Spiel 3? Ich hoffe nicht, sagen wir es so. Kann ich es garantieren. Okay, Jungs, Gameplan kurz nochmal erörtern. Du hast gesagt, es ist schwer gegen ihn. Er kann werfen, er kann ziehen, der hat gute Handles, ist shifty. Trotzdem, was nimmst du ihn weg? Lieber den Drive. Der Drive ist unberechenbarer als der Wurf. Yes. Okay, wie sieht's aus mit dem Wurf? Nimmst du den oder hättest du den Drive lieber? Beides eigentlich ganz gerne, aber den Drive versuche ich dann doch durchzuziehen. Okay. Und bei Björn, ja, da muss ich auch aufpassen. Der Wurf kann fallen, hat er zum Beispiel im ersten Spiel extrem gut, im zweiten nicht ganz so sehr, da hatte ich ein bisschen Glück. Und ansonsten den Drive zu machen. Yes. Mir bleibt gar nichts weiter übrig zu sagen, außer Jungs, Game on, Spiel 2, erstes Halbfinale. Kommt Jungs, auf geht's. Leider war mir kein Game 3 gegönnt diesmal. Wie hat sich das angefühlt, Spiel 2? Konditionell herausfordernd. Schon nach dem ersten Drive oder Wurf, was auch immer ich als erste Aktion hatte, bin ich zurück in die Defense und dachte mir, shit, wo sind meine Beine? Und ja, gegen Lino ist das natürlich extrem schwierig, gegen einen Spieler, der so vielseitig scoren kann. Ja.
hat er auf jeden Fall gezeigt. Du hast alles gezeigt. Also von Drives, Move of the Game, übrigens ein Crossover auf der rechten Seite. Move of the Game hatten wir noch gar nicht. Das geht auf meine Kappe. Aber der Crossover, der war schon Move of the Game würdig. Den sehen wir jetzt nochmal. Außer dem Crossover, hat sich's gut angefühlt oder gibt es dann noch mehr zu verbessern dann im Finale? Ich würde sagen, der Wurf hat sich ganz gut angefühlt und deswegen war es dann auch letztendlich halbwegs eindeutig. Aber ansonsten war es wirklich ein Spiel auf Augenhöhe, mega intensiv und hat richtig Bock gemacht. Yes, also Björn, dir schon mal vielen Dank. Respekt auf jeden Fall, dass du an den Start gekommen bist. War richtig, richtig nice. Und jetzt bleibt uns noch das andere Halbfinale übrig, nämlich übermorgen, wenn ich mich nicht irre. Und da sehen wir auch eine interessante Paarung. Seabass steht nämlich dem jüngsten Teilnehmer gegenüber, Jakob. Also Jakob mit seiner Länge war krass gegen Slomking. Deswegen werden wir gucken, was Seabass machen kann. Das gibt's übermorgen für euch. Wir gucken jetzt nochmal mit Max in diese Serie rein, die gerade zu Ende gegangen ist. Vielen Dank euch, Jungs. Dich sehen wir wieder und dich sehen wir sowieso wieder. Okay? Danke euch. Max, die nächste Serie ist zu Ende gegangen. 2-0 dann doch relativ deutlich auf dem Papier. Wie hast du es gesehen? Ja, am Ende beim zweiten Spiel Björn vielleicht auch ein bisschen sich aufgegeben. Ich hatte so das Gefühl, Lino hat dann doch nochmal einen Gang höher geschalten. Und was natürlich, man hat gesehen, im ersten Spiel hat er ihm ein bisschen den Wurf gegeben, um vielleicht auch zu gucken, fällt der Wurf von Lino? Der fiel halt direkt und dann ist Lino unfassbar schnell, wenn du ihn weiter draußen verteidigen musst. Ja. Und das zweite Spiel dann doch relativ eindeutig, ja. Ich finde, Lino hat auf jeden Fall im Gegensatz zur ersten Runde, da dachte ich mir so, oh, was ist da los? Ich habe den für ein bisschen vielseitiger gehalten. Das hat er uns ja jetzt gezeigt im Halbfinale. Also da kann nicht mehr die Rede sein von jemandem, der so ein bisschen nur in die nächste Runde kommt. Das war jetzt schon eine Ansage fürs Finale, finde ich, oder? Auf jeden Fall. Also Lino bringt alles mit, ist shifty, ist schnell, hat den Stepback drinnen, wird schwer, egal wer im Finale auf ihn trifft. Und da sagst du es auch schon, nämlich übermorgen sehen wir das zweite Halbfinale, wo der Jüngste im Teilnehmerfeld, Jakob, gegen Veteran, gegen Seabass spielen wird. Das gibt's übermorgen, dann sind wir natürlich auch nochmal vorbereitend dabei und sagen euch so ein bisschen unsere Perspektive, wie wir das Ganze einschätzen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, wir sehen uns übermorgen wieder mit dem zweiten Halbfinale.